meine Lieben, ich bin gerade in der Farmwelt und ich bin in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ich habe mir hier einen Zombie-Spawner gesucht und jetzt werden erstmal massig Zombies gekillt. Und ich hoffe, ich erwische die richtigen dabei. Kommt, spawnt, ihr Zombies, spawnt. So, da, den habe ich gesucht. Süßer Zombie. Ja, killt ihn. Und da ist es. Komm schon. Das brauchen wir. Davon brauchen wir noch mehr. Ja, willst du was Süßes? Los, iss es. Nein, ich werde es nicht essen. Oh, guck mal, Leonard fragt mich gerade, ob ich einen Zombie-Spawner brauche. Ich habe schon einen. Ja, ihr seid Standard-Zombies, euch brauche ich nicht. Habe ich schon gefunden, danke. Yeah, so, weg mit euch. Wir brauchen süße Zombies. Na, meine Griefer Games spielende Leseverweigerer, ich weiß doch genau, dass ihr noch nicht ins Forum geschaut habt und deswegen mache ich dieses Video für euch. Ihr habt gerade eben gesehen, ich war auf der Suche nach süßen Zombies, um dort Süßigkeiten zu farmen und das ist mir gelungen. Ich habe jede Menge Süßigkeiten und was ich damit jetzt mache, das siehst du jetzt und es geht nur in den nächsten Tagen. Also gebt Gas, wenn ihr das haben wollt. Also am besten sucht ihr euch erstmal einen Spawner irgendwo in der Farmwelt, um möglichst viele süße Zombies abzuschlachten, denn dann bekommt ihr hier Süßigkeiten. Diese Süßigkeiten, die nehmt ihr dann. Folgendes Rezept. Also, ihr packt erstmal hier oben 3 Milch rein. In der Mitte packt ihr ein Ei rein. Dann macht ihr unten 3 Weizen. Und hier links und rechts ein Zucker. Dann bekommt ihr nämlich einen Kuchen. Der Kuchen ist ganz, ganz wichtig für das folgende Rezept. So, den Kuchen legen wir jetzt unten in die Mitte. Darüber packen wir einen Kürbis. Und dann packt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und, ups, nicht mein Schwert. Meine 7. Süßigkeit und dann bekommt ihr den Süßigkeitenkorb. Was Süßes raus, sonst spukt's im Haus. Ist das nicht cool? Zack, und schon haben wir ihn gecraftet. Das geht jetzt nur die nächsten Tage. Ich muss gerade mal gucken, wie lange die Aktion geht. Und zwar geht das. Wo steht's denn? Steht hier nicht. Auf jeden Fall dürfte das nur jetzt zur Halloween-Zeit gehen. Das ist nämlich das Halloween-Item auf Griefer Games. Und von daher, wenn ihr auch so ein Körbchen haben wollt, wisst ihr jetzt, wie das geht. Ihr müsst die Süßigkeiten farmen, müsst einen Kuchen craften. Ihr braucht einen Kürbis dafür und schon könnt ihr euch das Ganze farmen. Hier ist jetzt aber auch die Aufforderung Süßigkeit. Willst du etwas Süßes? Los, iss es. Aber kann ich das überhaupt essen? Kann ich das essen? Ich muss mal kurz testen. Slash Perk. No Hunger. Ausschalten. Nein, das kann man nicht essen. Das ist ein Kopf. Ich dachte eben schon kurz, man könnte das vielleicht wirklich essen. Also, von daher, Süßigkeiten farmen. Könnte auch ein Geschäftsmodell für euch sein. Wenn ihr den ganzen Tag euch hinstellt und die Süßigkeiten farmt, könnt ihr die bestimmt auch verkaufen zum Craften. Also von daher, wenn ihr ein bisschen Money machen wollt, wisst ihr auch, wie das geht. Oder ihr bietet gleich das ganze Bundle an. Oder vielleicht sogar gleich den ganzen fertigen Kopf. Keine Ahnung, wie der aktuell getradet wird. Auf jeden Fall, ich habe jetzt einen. Und ihr wisst jetzt auch, wie das Ganze funktioniert. Mehr habe ich gar nicht. Länger wird das Video nicht. Von daher, haut rein, habt viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal, euer Rutsch. Ciao.